Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars, unserem wöchentlichen Fußball-Talk. Heute mal wieder mit der Premier League, denn es ist Boxing Day 2.0 in England, was im Endeffekt heißt, auch diese Woche, während wir ja in Deutschland Winterpause haben, gibt es in der Premier League Fußball und zwar richtig guten Fußball, denn wir haben unter anderem das absolute Topspiel. Der FC Liverpool spielt gegen Manchester City und auch dazu haben wir noch einige interessante Partien. Wir sehen es hier beispielsweise Hull gegen Everton oder auch das dritte Spiel Man United gegen Middlesbrough. Also gegen Borough. Ganz, ganz interessante Partien an diesem Wochenende. Und wir werden heute mal wieder ein paar Challenges machen, um euch die Gelegenheit auch zu geben, gegen mich anzutreten, euer Fußballfachwissen unter Beweis zu stellen. Und natürlich, um was zu gewinnen. Denn ihr habt es hier gerade schon gesehen, es gibt mal wieder ein Gewinnspiel zum Ende des Jahres beim Spiel Liverpool gegen Manchester City. Ihr könnt kostenlos daran teilnehmen. Link ist in der Videobeschreibung. Nutzt eure Chance und tretet vor allem gegen mich an. Unterstützt mich, damit ich mich da tierisch überfreuen. Die beste Unterstützung, ihr wisst Bescheid, ist ein Like auf dieses Video. Würde ich mich tierisch überfreuen. Schaffen wir wieder 300 Likes, haben wir letztes Mal geschafft. Ich bin gespannt. Nehmt euch nicht aus der Verantwortung. Einfach liken, es ist für euch so wenig Aufwand und für mich bedeutet so viel, dass ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Dazu natürlich Videobeschreibung, meine Social Media Links, wenn ihr mir weiter folgen wollt, IG Vault, Merchandise und natürlich auch Football Stars. Könnt ihr bei Instagram, Facebook und so weiter mal liken bzw. folgen. Und wir gehen direkt mal auf die Challenges, wobei, schweres Wort heute wieder, und schauen darauf, was wir hier machen werden. Und zwar die Superstars Challenge. Das ist die, die für die meisten von euch interessant sein wird. Das ist nämlich dieses Gewinnspiel, was ich erwähnt habe. Das Ziel ist mal wieder relativ simpel. Die höchste Punktzahl, die Challenge kostet nur 20 Football Coins hier, die wir hier haben. Und letzte Woche lief übrigens, ich möchte nicht drüber reden bei mir. Wir müssen jetzt mal schauen, was wir hier tippen, denn darauf kommt an, welche 5 Spieler wir aufstellen. Wir haben kein Budget, wir können quasi machen, was wir wollen. Und die Sache ist, Manchester hat sich jetzt zuletzt nicht so leicht getan. Haben ja bekanntermaßen gegen West Bromwich Albion 3:0 gewonnen. Das war aber gar nicht mal so einfach. Warte mal, das war nicht gegen West Brom, das war gegen Hull City. Arsenal hat gegen West Brom gespielt. Entschuldigung, gegen Hull City 3:0 gewonnen. Ja, 3:0 gewonnen. Das war aber gar nicht mal so einfach, denn die haben lange gebraucht, um das Tor zu machen. Yaya Touré hat im Endeffekt dann den Büchsenöffner gemacht und im Endeffekt hat Iheanacho mit dem 2:0 nach diesem unglaublich genialen Assist von De Bruyne und David Silva das Spiel entschieden. Aber Liverpool hat auch mal wieder nach einem Rückstand 1:0 gegen Stoke direkt eine Antwort gezeigt. 4:1 gewonnen und die sind einfach offensiv sowas von genial, weswegen ich wirklich am Zweifeln bin, wen ich hier aufstellen soll, denn ich weiß nicht, wie dieses Spiel ausgehen wird. Ich tippe momentan auf ein 2:2, allerdings kann es in beide Richtungen gehen. Das ist mal so ein bisschen kritisch, wenn man 5 Spieler hat, man kann nämlich in die 3-3 machen. Aber Torwart nehmen wir definitiv Claudio Bravo, denn sowohl Mignolet als auch Karius sind immer wieder für Patzer gut und das wollen wir einfach nicht riskieren, deswegen den Chilenen in den Kasten. Abwehr wird dann schon wieder ein bisschen schwieriger. John Stones zuletzt ja ausgewechselt worden, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Dazu halt die Liverpool-Defensive, die nicht so stark ist. Kompany, der immer noch verletzt ist. Also es ist nicht so einfach, da jemanden jetzt rauszupicken, bei dem ich sagen würde, okay, der macht definitiv ein gutes Spiel. Kolarov ist normalerweise solide, man weiß aber halt auch nicht, ob er spielt. Ich entscheide mich jetzt mal spontan für Otamendi, weil mit dem er in den letzten Wochen gut gefallen hat. Kommt halt darauf an, wie er die Match-Performance abliefert. Aber okay, Mittelfeld sollte relativ klar sein. Kevin De Bruyne und dazu würde ich ganz gerne eigentlich einen von Liverpool packen. Ich weiß nur noch nicht, ob Henderson oder Lallana. Lallana zuletzt extrem stark, natürlich auch Milner nicht schlecht, vor allem weil Milner Elfmeter schießt. Aber Lallana ist halt irgendwie in jedem Spiel recht überzeugend, deswegen packen wir den mal rein in den Sturm. Das ist eine relativ einfache Wahl, weil momentan haben wir da nicht so viele bei Manchester City. Da spielt eventuell Leroy Sané, da spielt eventuell Iheanacho, da spielt eventuell Nolito, man weiß es nicht und dementsprechend nehmen wir mal Roberto Firmino rein, weil der spielt bei Liverpool und der spielt vor allem auch richtig gut und ich denke mal, das wird dann eine relativ ja ordentliche Challenge für mich werden, ich hoffe es zumindest. Tretet gerne gegen mich an, der Link ist wie gesagt in der Beschreibung, es kostet euch nichts und ihr könnt was Cooles gewinnen, ohne einen großen Aufwand zu haben, wenn ihr einfach ein bisschen Glück habt und eure richtige Elf aufstellt. So sieht das Ganze dann bei mir aus und wir gehen direkt mal auf die nächsten Challenges, beziehungsweise die nächste Challenge und das ist einfach nur die Premier League Konferenz. Das Gewinnerteam, man kennt es ebenfalls auch hier, ist wieder die höchste Punktzahl. Man hat allerdings so 50 Millionen Budget, das heißt, da muss man mal wieder gucken, was machen wir und vor allem, welche Spieler können wir denn uns überhaupt leisten. Da haben wir beispielsweise jetzt Man United gegen Borough, dann haben wir Swansea gegen Bournemouth, Burnley gegen Sunderland, Leicester gegen West Ham und Southampton gegen West Bromwich Albion. Interessante Spieler auf jeden Fall. Zunächst einmal meine Tipps. 2:0 für Manchester gegen Middlesbrough. Swansea und Bournemouth, zwei Teams, die beide relativ in der Abstiegszone sind. Ich tippe auf ein 1:1. Swansea jetzt mit neuem Trainer. Burnley gegen Sunderland, 2:1 für Burnley. Dazu Leicester gegen West Ham. Zwei Teams, die in der Krise sind. West Ham kommt langsam raus. Leicester gar nicht. Leicester spielt zu Hause. 2:1 Heimsieg für das Team von Ron-Robert Zieler. Wenn er Schwerner spielen würde, würden sie gewinnen. Also ist jetzt kein Indiz dafür, weil auch als er gespielt hat, haben sie nicht. Ist auch egal. Und Southampton gegen West Bromwich Albion. Park the Bus gegen
ich kann Southampton Spielszene nicht immer so wirklich einordnen, aber die sind momentan zu stark. Deswegen ein 1:0 gegen den Park the Bus-Stil von West Brom. So, die Formation hier weiß ich noch nicht so ganz. 3-6-1 geht auch, das ist auch interessant. Ich glaube, wir nehmen das 4-3-3 mal ganz klassisch hier. Und dann packen wir ins Tor auf jeden Fall schon mal einen, der wahrscheinlich ein bisschen was zu tun haben würde und wahrscheinlich gut halten wird. Und da sage ich jetzt einfach mal, packen wir Fraser Forst. Drei Punkte hat er nur gemacht. Burnley. Ich habe gesagt, Burnley gewinnen. Dann packen wir Tom Heaton rein. Er hat drei Punkte gemacht. Wir haben ja gespielt. Ist auch egal. Gut, ist aber auch gar nicht so teuer, der Heaton. Von daher passt das ganz gut mit seinen 1,72 Millionen. So, Innenverteidigung bzw. Verteidigung allgemein, da wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich würde ganz gerne Blind reinstellen, Daily Blind, aber das ist so eine Frage, Jones. Bailey ist verletzt. Das Ding ist, stehen die hinten sicher? Ich weiß nicht, will Blind nochmal so gut spielen wie letztes Spiel? Ich weiß es halt auch wieder nicht. Ich habe Cook das mal aufgestellt letztens, das hat auch nicht so gut funktioniert. Aber auch bei den anderen Teams ist jetzt keiner so dabei, bei denen ich sagen würde, okay, außer Winston Reed, weil wie gesagt, West Ham ist im Aufwind, ob sie gewinnen, ist eine andere Frage. Virgil van Dijk packe ich jetzt auch mal rein, aber Außenverteidiger haben wir dann immer noch nicht und das ist wirklich nicht einfach. Niom hat gegen Arsenal gut gespielt, den packe ich jetzt einfach mal spontan da rein. Wie gesagt, Defensivbollwerk, aber ansonsten, boah, das ist echt schwierig. Vielleicht noch Valencia. Ja, Rojo, ich packe Valencia mal rein. Mal sehen, ob ich das bereuen werde. Aber damit haben wir noch 35 Millionen für unser Mittelfeld bzw. unsere Offensive. Wir können Paul Pogba reinnehmen, wir können Herrera reinnehmen, Martin Lingard. Da hätten wir auf jeden Fall bei Man United schon mal relativ Sicherheit, dass einer von den Punkte machen wird. Man könnte einen Mahrez reinnehmen, man könnte auch einen Antonio reinnehmen, was ich übrigens auch mache. Ich dachte, er wäre Stürmer, okay. Payet ist mir zu teuer für das, was er momentan leistet. Kouyaté, Mittelfeld bei Dings würde ich ganz gerne nochmal gucken. Minus 0,9, bei Swansea bei Southampton hätte ich ganz gerne noch mal einen reingenommen, aber da ist jetzt keiner dabei, der mir so gut gefällt. Ja, das ist immer schwierig. Mittelfeld, Fletcher, Jacob, McLean. Ah, das ist eine schwierige Geschichte auf jeden Fall. Wie wär's mit Marnie ist natürlich Wilshere, der spielt halt dummerweise gegen Swansea, das ist ein ausgeglichenes Spiel. Ach komm, Gülfi wird schon gut spielen, oder? Ah, 6 Millionen Marktwert auch wieder, ne? Was hat... Komm, wir nehmen Wheelchair rein. Wir vertrauen nochmal dem Engländer. Und dann stellen wir noch Pogba rein. Einfach mal spontan. Zack. Und dann haben wir noch 18 Millionen für drei Stürmer. Das sollte ja irgendwie wohl funktionieren. Rashford werde ich nicht reinstellen. Martial hat zuletzt okay gespielt. Vielleicht kriegt er wieder eine Bewährungschance. Ich wünsche es mir, weil ich stelle ihn auf. Dazu ist halt schwierig. Swansea, ich weiß halt nicht, wer da gewinnen soll. Burnley soll gewinnen, ob er es wird, ist auch die Frage. West Ham, Ayew hat stark gespielt. Austin, Rondon, Chudley. Chudley hat nicht so gut gespielt, ist aber an sich ein guter. Ich weiß es nicht, was ich da machen soll. Hier, Defoe, einfach mal, nee. Kann ich mich nicht zu überwinden. Dann nehmen wir lieber Vokes und dann machen wir noch King, Llorente. Negredo, was haben wir noch? 9,5 Millionen, wen nehmen wir noch rein, Freunde? Ich weiß es nicht. Komm, wir machen 4-4-2. Und dann nehmen wir da noch einen von United rein, und zwar Herrera. Oder wir nehmen Martial raus und Herrera raus. Machen 4-3-3, packen Ibra vorne rein. Und haben noch 1,2 Millionen für irgendeinen Stürmer. Und entscheiden uns dafür. Ja, Robson Kanu wäre auf jeden Fall eine Variante. Long ist leider ein bisschen zu teuer. Hier, Rodriguez. Zack. Jay Rodriguez. Nicht mehr so stark in letzter Zeit, aber mal schauen. Ich glaube ja, dass Southampton verliert. Oder? Glaube ich, dass Southampton verliert? Ich glaube, dass Southampton gewinnt. Ja, dann kann Rodriguez auch ein Tor machen. So, das ist meine... Ich bin gespannt, ey. Das ist wirklich... Das sind halt alles Teams, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin. Wieso? Weil alles paar Teams, bei denen ich mir nicht ganz sicher sind, wie sie ausgehen. Und von daher nicht so einfach dazu sagen, was passieren wird. Vielleicht könnt ihr das besser. Schreibt es gerne in die Kommentare oder nehmt teil. Und schreibt es mir in die Kommentare oder nehmt nur teil. Und schreibt es mir bei Instagram. Nehmt auf jeden Fall teil. Es lohnt sich. Es kostet nichts und ihr könnt was gewinnen. Und ich werfe meine Kamera um, weil ich so in Ekstase bin. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst wie gesagt gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch über freuen. 300 Likes wären richtig nice. Und wir sehen uns dann morgen mit dem nächsten Karrieremodus-Video. Und dann am Samstag mit 7 Minutes Quads. Und dann geht's schon wieder weiter mit Deal With und so. Also freut euch auf viele Videos in den nächsten Tagen. Ich verabschiede mich. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Passt auf euch auf. Und ciao.